Hallihallöchen, willkommen zurück beim Let's Test. Bisschen laut hier, aber ich glaube, das geht. So, Kinder hören wir, Schule hören wir, Wurstwägelchen hören wir auch. Kinder spielen hier an der Schule, an der Grundschule um die Uhrzeit. Studenten 95, das ist eine Grundschule, warum sind da Studenten? Grundschule in der Stadt 92, Studenten 92 von 273 im Normalbetrieb, Grundschule. Studenten, naja. Die Grundschule bildet Kinder aus in einem kleinen Einzugsbereich aus. Okay. Haben wir ja dann hier, ne? So, ungebildet sind vier Arbeiter. Gut, aber dann haben wir ja später. Mein Gott, ist das laut. Ich muss nochmal eben einmal kurz. Sorry, mal die Audio ein bisschen weiter runterschrauben. Ist ja echt. Hauptlautstärke. So. So, da haben wir ja jetzt so ein bisschen was. Können wir ja noch ein bisschen hier. Wir ja eigentlich hier noch ein bisschen. Ich will aber nur so ein bisschen. Warte mal, hier war da irgendwo Kleckse, konnte man noch so machen. So, ha! Da. So, Moment. Egal. Ja, dürfte reichen eigentlich. Und hier können wir auch mal so ein Klecks hin machen. An. An Industrie. So, dürfte. Ach, guck mal, bis hier zu dem einen Baum gehen. Das ist gut. Das machen wir auch. So. Und hier auch noch. So. So haben wir es nämlich. Ha! So, erweitert sich das hier alles nach und nach. Ich finde es schön. Müllfahrzeuge in Verwendung 2 von 14, 7% voll. So langsam, aber sicher fühlt sich. Ich lasse es nochmal ein bisschen schneller hier durchlaufen. News haben wir um die keine. Auch gut. Wie, 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 wie. Oh. Jetzt immer Regen. Komplette biografische Abbau der. Hallo? Oder Regenschirme im Handel. So, was hat er hier für einen Tipp? Beraterhilfe. Bauen Sie Straßengrenzen. Das Fragezeichen-Schiff, dieses. Aktuell geöffnet. Menü oder Infos. Ah, Kraftwerk. Produzieren Strom für alle Bedürftigen. In der modernen Stadt. Über Kurzstrecken wird der Strom von Gebäude zu Gebäude weitergeleitet. Soll das in den großen Schränken gehen? Kraftwerke verschmutzen den Boden und oder sogar für Lärmbelastung. Okay. Wasser verbinden. Ziehen Sie Wasserpumpen und Abläufe mit Wasserrohren. Ziehen Sie die Wasserrohre unter die Stadt, um die Gebäude mit Frischwasser und Abwassersystem für Abwasser zu versorgen. Beachten Sie, dass Wasserpumpen und Abläufe zum Betrieb Strom benötigen. Sorgen Sie dafür, die Wasserpumpen weit genug vom Abwasserrohr finde, dass die Bürger nicht in Gefahr kommen, kontaminiertes Wasser zu verbrauchen. Im Winter müssen sie Heizungen anbieten. Verbesserte Wasserrohre leiten Wärme zu Gebäuden weiter. Welche Verschmutzung? Null. Wir haben neues Stadtviertel, Richtlinien. Zweites Darlehen können wir nehmen. Cool. Dienstleistungen. Wir können Feuerwehr, Polizeikommissar, einzigartige Gebäude, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Stromverbrauch, neue Richtlinien, Wasserverbrauch, Rauch, was? Rauchmelderviertel, neue Polizeigebäude, Feuerwache können wir bauen. So, wir sind jetzt auf würdiges Dorf. Vorher war mal Kleinweiler. Kleinweiler, da kam es. So, würdiges Dorf, danach kommt jetzt eine winzige Kleinstadt. Da brauchen wir reiche Bevölkerung von. Dann kriegen wir auch eine Oberschule.
Finde ich cool. So, da wird halt unermüdlich gearbeitet und jetzt eine lokale Regierung. Aber halt da. Die Erweiterung der Stadtgrenze tatsächlich abgesegnet. Ja. Ich glaube, ich habe den Möwe gesehen oder was ist. Spatz, ich kenne mich mit Vögeln nicht so gut aus. Biologie. So, da können wir jetzt hier nochmal so eine Feuerwache hinmachen. Na toll, so eine Feuerwache bietet uns aber. Nicht viel, ne? Zack! Alle happy hier in den Gebieten. Das finde ich gut. So, das ist die Polizeiwache. Die können wir auch noch bauen. Doch, hilft. Stufenaufstieg, wenn ein guter. Sie gute Dienstleistungen von Bildung anbieten und eine höhere Bodenrichtung verfügen können, sie in Gebäude der Stadt erhöhen. Stufen auf die Gebäude höheren Stufen erbringen höhere Stufeneinnahmen und können mehr Bewohner aufnehmen, beziehungsweise mehr Jobs anbieten. Verschmutzung ist die höhere Industrie reduziert. Okay. Was ist denn jetzt? Achso, die können jetzt alle geupdatet werden oder updaten die sich selber? Ich will ja nicht entfernen. Hoppla, hallo? Die Grundschule. Achso, die gehen automatisch dann schon höher, ne? Das finde ich gut. Wieso Gebäude? Gebäude brennt? Wieso brennt meine. Ein Gebäude steht in Flammen. Oh nein, ein Gebäude steht in Flammen. Polizeiwache, sorgen Sie dafür, dass die Feuerwehr das Gebiet gut erreichen kann. Denn die steht doch hier direkt vor. Die ist ja direkt daneben. Stadtviertel festlegen, rufen Sie die Stadtviertelwerkzeuge auf, um Stadtviertel hinzufügen und zu entfernen. Und Ihre Industrie, Stadtviertel? Ach, wir können ja ein Stadtviertel. Ja, Stadtviertel können wir auch festlegen. Markieren Sie Stadtteil farblich, der ein neues Stadtviertel werden soll. Neue Stadtviertel werden automatisch benannt, aber indem Sie den Infokünstler. Kann ich hier auch? Hier nicht, ne? Ach, die haben keinen Strom. Ja, wir haben wieder ein Stromproblem. Moment. Was ist das? Stadtviertel löscht. Achso. Super, wir haben wieder ein Stromproblem. Nee. Das gibt's doch nicht. Unsere Richtlinienfenster können für Richtlinien für die Stadt ja. Stromverbrauch, Dienstleistungen, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Rauchmelder. Die neue Kraftwerk, die neue Stromzelle ermutigen die Bürger Stromsparen. Das schlägt sich fast sofort zu Buche. So, der Wetterfeuerwerk für die nächste Woche sonnig. Die Stadt erhält ihr erstes Löschfahrzeug. Die Bürger fühlen sich jetzt schon sicherer als früher. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal einen Kredit aufnehmen. Von 60.000. Eigentlich könnte man den Kleinkredit eigentlich mal abzahlen, ne? Dann können wir den. Komm, den zahlen wir jetzt. So. Haben wir aber noch was und wir bauen noch mal hier so ein Kraftwerk.
So, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Energie, glaube ich. Verfügbarer Strom, Stromverbrauch, Stromerzeugnis. So, und dann haben wir nämlich Stromverbrauch von 14 Megawatt und wir erzeugen jetzt ordentlich 30 Megawatt. Ja? Inaktiv angeschlossene, aktive, getrennte. Alter, wir kriegen hier News ohne Ende. Heute Abend kommt die neue Reality-Show ins Fernsehen. Super. Braucht keiner. Nichts geht über grüne Energie. Ja, okay. Hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom diese Stromzähler verbrauchen? Alter, was? Alter, geht's noch? So, Kohlekraftwerk, Verschmutzung. Erzeugt über 40 Megawatt. Die erzeugen Ausgangsleistung 0 bis 8 Megawatt. Ja, okay. Ja. Müsste ich wahrscheinlich echt weit weg bauen hier. Aber gut, so, Gesundheitszentrum. Wir wollen nochmal ein bisschen Gesundheitswesen hier reinklatschen. An. Die sind nämlich alle gar nicht hier mit angeschlossen. Ja, kommt weg damit. Zack. Die sind die nämlich alle mit da angeschlossen, glaube ich, oder? So, und die auch nochmal. Zack. So, kostet natürlich ein Schweinegeld, aber ne? Durchschnittsgesundheit 57 und steigt jetzt Gott sei Dank. So, wir haben unseren Urlaub verlängert, konnten mit jemandem in der Zwischenzeit unsere Pflanzen gießen. Der Schlüssel liegt unter dem Blumentopf auf der Veranda. Der neue Stromzähler ermutigt die Bürger zum Stromsparen, das schlicht sich fast sofort zu Buche. Energie stabil. Das kommt gut. So, Gesundheitsverfügbar, kranke Bürger 78, Heilungskapazität ist 379, haben wir jetzt krank. Warum das denn jetzt auch gemacht? Sind denn die Niederlanden? Achso, das sind die Krankenwagen. So, Moment, aber gucken hier. Mal hier noch mal so ein bisschen Mischen Häusle Bauer machen. Bis wohin darf ich denn? Okay, bis hier vorne. 1, 2, 3. 2, 3. So. Alter. Weg. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. So. Da ging doch schon mal ein bisschen was, ne? Niedrig, Effizienz ist hoch, was grün ist. Gebäude aktiv, die sind alle aktiv. Wir haben drei Gesundheitsdinger, ist gut. So, Feuerwehr, hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom diese Stromzähler verbrauchen? Schnauze. Depot-Auslastung. Nur das eine Haus war echt, ja, keine Ahnung. So, Polizei ist auch wunderbar, läuft. So, Schule. So. So, was hat der für Probleme? Hat er jetzt kein Wasser hier, oder was?
Grüne vermeiden Berichten zufolge. Hallo? Kriminelle vermeiden Berichten zufolge. Retania Scans mit. Okay. Noch nicht. Wieso? Was ist denn jetzt hier im Nebenpark? Ach so. Nee, nee, das ist Nebelpark. Aha. Nebelpark. Spezialisierung. Spezialisierung auf. Spezialisierung. Bevölkerung 99. Aha. Das sind unsere kleinen. Können wir direkt hier für Kinder 6 Jugendliche, so einzelne Stadtteile haben wir dann hier, ne? Hat man ja hier alle nach und nach gebaut. So, ja. Wir müssten jetzt aber auch noch mal auf so eine, das ist zweispurige Einbahnstraße. Ach so, so, ich würde sagen, wir bauen hier noch mal, ne? Eins rüber. Zack. So. Das sind Einbahnstraßen, die ich gebaut habe, glaube ich, nachher. Also. Hm. Ja, egal. So. Man von hier rüber gehen. Zack. Und dann hier rüber gehen. So, so. Dann geht man hier rüber auch noch. Erstmal. Was zu gering? Entfernung zu gering. Achso. So, was haben wir hier gehabt? Kraftwerk, die neue Stunde zu ermutigen die Bürger. Ja, wunderbar. Freue mich. Total. Verbessern Sie, was vergessen Sie nicht, sich neue freigeschaltete Dienstleistungen anzusehen. So, einzigartige Gebäude. Was haben wir denn hier für einzigartige Gebäude? Einzigartige Gebäude werden beim Spiel durch verschiedene Errungenschaften positiv wie negativ erlangt. Einzigartige Gebäude locken Touristen in die Stadt. Einzigartige Gebäude können. Ja, aber ich kann hier doch, oder? Kann ich denn hier auch? Ne. Brauchen Sie zwei Instanzen vom Flughafen. Wieso kann ich ihn denn? Der ist ja noch versperrt. Hydromarket. Achso, da. Schade. Shopping. Statue. Fehlt mir leider ein bisschen Kohle für. Schade eigentlich. Na gut, egal. Kommt noch. Machen wir demnächst. So. Ihnen geht das Geld aus, wenn Sie das Geld fehlt, um ein Bauprojekt schneller abzuschließen, können Sie den Bankdarlehen aufnehmen. Ich habe ja schon ein Darlehen aufgenommen. Oh. Haben Sie Ihren Geldbeutel verloren? Ich habe einen schwarzen Geldbeutel gefunden. Bitte, bitte. Hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom diese Strom? Alter, der nervt aber. Ich möchte eigentlich nicht nochmal einen Kredit nehmen, ganz ehrlich gesagt. So. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall. Läuft hier jetzt Wasser durch, das ist schon mal gut. Strom, ja. Hm. Kaufen Sie neues Land. Schauen Sie, ein neues Grundstück steht zum Verkauf. Wo? Ah, cool. Neue Kacheln. Oder ist neue Kacheln? Wir können nichts kaufen, weil wir haben einfach keine Kohle dazu. Ja, wir haben einfach keine Kohle dazu. Müssen wir ein bisschen warten. Oder wir müssen nochmal ein Darlehen aufnehmen. Aber ich. Nochmal ein Darlehen aufnehmen. Ist ja. So, hier hätten wir noch Strom. Das heißt, wir könnten eigentlich nochmal ein bisschen hier. Bürogebiete. Ist das hier? Achso, das waren dicht besiedelte, gering besiedelte. Gewerbegebiete oder ein Industriegebiet. Wir machen mal. Alter! 1, 2, 3. Okay. Erstmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Ja. So. Gucken wir nochmal in Energie. Was haben wir ja hier überall? Energie 1, 2, 3. Ja, das ist. Da können wir einmal die ganze Fläche mit abdecken.
Zack, so. Dann haben wir das nämlich auch. Da könnte ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen was bauen. So. Die Leute haben wir ermutigen, die Leute zum Strom sparen. Das finde ich gut. Weil uns wäre jetzt auch echt nach und nach die Scheiße. So. Wir produzieren schon 103 Strom. 93, 95 bei der Abfallgebühren. Oh. Bankrottalarm. Die Stadt steht am Rande. Der Bankrott, sie müssen Dienstleistungen stilllegen, um Geld zu sparen. Oder aber mehr Einnahmen durch Steuererhöhungen erzielen. Sie können auch Darlehen aufnehmen. Notverkaufoption. Wenn die oben stehenden Maßnahmen nicht ausreichen, dann sie Notverkauf. Was verkaufen wir denn zur Not? Notverkauf? Wir akzeptieren einfach mal, was wir jetzt verkauft haben. Oder haben wir jetzt ein Darlehen genommen? Weiß ich nicht. Oder haben wir jetzt hier die... Ja. Die Polizeiwache, Feuerwehr haben wir auch noch, glaube ich. Okay. Feuerwehr. Haben wir jetzt einen Kredit noch aufgenommen? Ne, wir nehmen noch jetzt einfach mal einen Kredit. Zack. Aufgeschissen. Aufgeschissen einfach. Aufgeschissen. Wir machen jetzt hier so ein bisschen die Steuern. Wir müssen die erhöhen. Hilft alles nichts. Wir müssen auf 13% gehen. Hier, die sind, ne, zack, hier müssen wir leider auch auf 11% und hier müssen wir auch auf 12%. Ja, hilft alles nichts, wir müssen die Steuern leider erhöhen langsam. Ne, wir bringen ja dafür ja auch einiges Neues dazu. Ja. So. Arztpraxis, so, Feuerwehr haben wir hier auch noch mal ein bisschen. Kommt überall hin. So, kommt eigentlich auch überall hin, gibt halt ein paar. So, kommt auch überall hin. So, die Schule. Die Schule macht mir noch ein bisschen Sorgen. Die Schule steht ja nur hier. Hat nur einen gewissen Teil. So, möchte ich dann doch ein wenig mehr die Schule bauen. Zack, alle sind mehr happy. So, ist es halt so. Kann ich auch nichts ändern. So. Silber und Schwarz, jetzt Orange, das neue Schwarz. Haben Sie den Geldbeutel verloren? 16, ja, Stromverbrauch. So, ach ja, genau. Wir wollten jetzt hier so ein Shopping-Statue. Shopping ist eine wunderschöne Sache. Die Shopping-Statue erinnert die Leute ständig an die Glückseligkeit, etwas zu kaufen. Aufforderung, Leute ständig. Also für den Bau von Wasser brauchen wir die Woche. Strom und Besucherkapazität 50. Was bringt ihr uns denn im Kreis hier? Gar nicht viel, ne? Ist denn hier was? Ne, ist eine Lärmbelästigung. Okay. Hier vielleicht. Wir bauen die einfach jetzt hier. Zack, alle sind glücklicher. Alle sind happiger. So. So, hilft alles nichts. Ne? So. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen Wohngebiet bauen. Papp, 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 papp. So. Oh, ja, ich hoffe, das klappt so. Wasser haben wir ja überall. So, und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir nicht pleite gehen. Muss ja noch ein bisschen hier so ein bisschen Geld generieren. Ne?
So, Strom haben wir hier. Lass mal zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4. So, da können wir hier noch mal ein paar Häuschen bauen. Weil Wohnungsnachfrage ist ja gerade so enorm nach oben geschossen, gestiegen. Ist ja echt. So, Unterhaltung 16 Dollar die Woche. Im normalen Betrieb Shopping Statue, eine dekorative Statue. Besucher letzten Wochen 0. Super. Touristen letzte Woche. Achso, jetzt haben wir Besucher 1. Touristen haben wir leider noch gar keinen. Ich jetzt gerade, ob wir noch mal eine bauen. Ach so, nee, die ist noch. Was heißt denn das? Okay. Keine Ahnung, vielleicht kann man nur eine bauen auch. Vielleicht kann man ja nur eine bauen. Ich weiß es gerade nicht. Mir auch relativ egal. So. Sind raus. Mir Titte. Mir Titte. Total. Ja, ganz schön viel Krankenwagen hier augenblicklich. Ich hoffe, wir gehen echt nicht pleite. Ich hoffe, wir gehen echt nicht pleite. Habe ich gerade ein bisschen Angst vor, dass wir jetzt hier gleich pleite gehen. Denn schon wieder was? Ich hoffe nicht. So. Was sagt unser Müll denn? Unser Müll ist... Müllverbrennung braucht man noch gar nichts machen. Müllproduktion. Oh, da geht aber ganz schön hoch. Mülldeponie, Speicher. Bei 1000 Mülldeponie-Kapazität 8000, also wir haben gerade mal eine Auslassung von 13%, ja, also 13%, das ist nicht viel, ja. Das ist noch nicht so viel an Müll, was unsere Bewohnerchen hier produzieren. So, was sagt die Schule? So ist sie gar nicht. Da ist die Schule. Ne, ist die Arztpraxis. Wo ist die Schule denn jetzt hin? Hier, ne? So, Grundschule. Oh, da hinten brennt es. Grundschule. Die Grundschule bildet Kinder aus. In einem kleinen Einzugsbereich aus. Also, wir hätten hier noch eine Schule gebaut. Warte, wo ist die hier? Das ist eine Grundschule. Ach, hier, das ist schon eine Schule. Nee, auch eine Grundschule. Aber nur mit Update wahrscheinlich schon. Aha. Wir sind jetzt 20. Grundschule Normalbetrieb. Ja, egal. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Könnte bitte jemand. Ja, wir werden jetzt hier keine Pflanzen gießen. Die neuen Stromzähler ermutigen die Bürger zum Stromsparen. Ja, das finde ich ja schon mal gut. Ja, das finde ich ja gut. Muss ja auch so sein. So, Gemischtwarenladen. Der sieht eigentlich auch recht happy aus. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Dinoöl, Gebäude mit einem geringen besiedelten Gewerbegebiet, okay. Dinoöl, die Perlenresistenz, Gebäude im geringen besiedelten Wohngebiet, Industriegebiet, das ist Bekleidungs GmbH, dann ist der Gemischtwarenladen, das ist Convict Shop, so. Oh, da ist irgendjemand sehr gebildet. Einer? Soll den Regen besiegen. Warum ist denn der so unzufrieden? Erwachsener. Junger Erwachsener. Warum ist der denn unzufrieden? Weil er gebildet ist? Oder kann er sich nicht mehr weiterbilden? Und wer ist diese ganz sauer? Ungebildet sind 10, gebildet sind 3, gut gebildet, dann Erwachsene 5, Kinder 5, Jugendliche 3. 4 Haushalte werden, ne? Es ist aber nur hier vorne, die sehr unzufrieden sind, ne? Hier, der ist schon wieder glücklich. Die sind aber gebildet 3. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Kräftigen neuen Schotten, ja, Mama.
Ich muss irgendwo gucken, ob wir noch ein bisschen Geld rankriegen, weil unser Darlehen ist jetzt auch fast aufgebraucht. Beziehungsweise, ja, ist eigentlich schon. Ja, wir müssen die Steuer nochmal erhöhen. Da müssen wir leider jetzt hier an die Kapazitäten ran. Und ja, da müssen wir nochmal an den Kapazitäten ran. Da müssen die Industriegebiete nochmal ein bisschen was bezahlen. So. So, auf 15% Steuern, das ist dann Einnahmen von 4.000. Wir haben eine Gesamtausgabe von 7.000, wöchentliche Gesamtausgabe, 4.000 Einnahmen. So, dann müssen wir einfach hier nochmal vielleicht auf Industriegebiet 17% gehen. So, ja, 17% geht nicht anders. So. Muss die Industrie ja eben mal gucken. Hohe Nachfrage nach Wohngebieten, geringe Nachfrage nach Industriegebieten, geringe Nachfrage nach Gewerbegebieten. Ist gerade der Telefon einfach losgegangen. So, Arztpraxis. Die sind eigentlich alle happy hier. Oh, es brennt schon wieder. Ja, der sieht nicht so happy aus. Oh, da brennt auch. Es brennt, es brennt, es brennt. Gebäude brennt, ja. Hoffentlich kommt die Feuerwehr. Hier großartige Augenimplantate. Ja, schön. Augenimplantate sind immer gut. Hat jemand die Ahnung, wie viel Strom diese Stromzähler verbrauchen? So, wie viel haben wir denn hier? Touristen letzte Woche 3, Besucher letzte Woche 10. Cool. Bringt das was? Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich. Freizeit. Zugänglichkeit niedrig. So, okay. Wunderschöne Sache. Besucherkapazität 150. Strom verbraucht die einfach viel. Wasser die Woche auch viel. Ja, aber können wir auch nur eins von bauen. Und aufgeschissen. Ende aus. So. Hab das. So, Grundschule brauchen wir keine mehr bauen eigentlich. Eigentlich sind die meisten sind hier schon. So, Nebelpark. Durchschnittlich Gebietsabgrenzungen sind viele Wohngebiete. Kinder 5, Erwachsene 49, Senioren einer. Jugendliche 24, Bevölkerung 106, Haushalte 25 von 25, Arbeiter 26 von 26, wöchentliche Touristenbesuche 0. Abgrenzende Gebäudeverteilung, Richtlinien. Ja, Hammer. Ne? Richtlinien haben wir alle. Doch, die müssen hier Strom, Richtlinien, Stromverbrauch. Ne? Klingt gut, haben die. Haben die auch, ja, wunderbar. Zwei überqualifizierte Arbeiter. Das ist schön, oder? Überqualifiziert. Hat jemand Ahnung, wie wir. Mein Gott. Was für ein herrlicher Tag für einen Spaziergang. Spazieren ist gesund. Was hat das jetzt mit dem Geld? Heißt, Steuern. Steuern sind zu hoch. Nein, jetzt fangen die da auch noch damit an. Steuern sind zu hoch. Nee, ne? Alter. So, gehen wir mal 1% runter. Ah, die ganzen Industriegebiete, die machen jetzt hier gerade. Gehen wir auch da wieder auf Industriegebiet 15%. Dann gehen wir bei den Wohngebieten auf 15% auch. So, mal schauen. Ja, ist ja jetzt gut hier. So. Ich bin den Steuern doch. Ich bin doch schon mit den Steuern. Also, was ich hier euch biete mittlerweile, Kollegen. Also. Ich habe die Steuern doch schon mal drunter gemacht. Hallo. Muss ja irgendwie. Wir sind ja fast von der Staatspleite hier. Wir sind ja schon fast bankrott, Kollegen. Hat jemand Ahnung? Alter. So, wir könnten ja nochmal. Nee. Wie war das nochmal? Achso, ja, genau.
Wir könnten noch mal. Nee, das war's auch nicht. Wo war denn das nochmal? Hier. Okay, hier war das. Wir könnten noch mal. Ne, hier so eine. Wie ist denn das hier nochmal? Forstinstitut und wir können Agrarwissenschaften machen. Bringt nichts, können wir noch nicht. Doch, oder? Forstwirtschaft. Aber hier so. Ja, okay, dann nicht. Gut, wir machen nochmal ein Stadtviertel farblich markieren. Hier. So. So, haben wir auch nochmal hier. Ja, auch nochmal. Zack. Ja, hör auf zu jammern hier. Da haben wir auch nochmal ein Stadtviertel, das ist miteinander verbunden. Das sind dann hier, zack. Und hier machen wir auch nochmal so ein nettes Stadtviertel, zack. Hier ist ja werden wir Tonnen Seetang zum Verzehr für Menschen produziert. Passt überraschend gut zum Schokoladenkeks. Naja. So. Das war Stadtviertel löschen, löschen modifiziert. So, was haben wir nochmal? Die Stadt Erstellung modifizieren sie ein Gebiet, indem sie ein Stadtviertel machen. Nein, weiß ich nicht. Ah, sind die immer noch hier alle am Meckern über die blöden hohen Steuern oder was? Hallo, wir sind kurz vor Pleite hier. Dann gehen wir auf 14%. So, 14%. Ja, guck mal, da hören sie direkt alle auf. 14% ist okay. Da meckert keiner. Außer die kleinen Industrie. 14%. Ja, haben sie auch alle auf. So. Dann gehen wir aber. Ja gut, so vereinzelte. Oder was sind das denn hier für welche? Wer meckert denn hier? Das ist ein Haushalt, geworden im besiedelten Wohngebiet. Die meckern jetzt hier über zu hohe Steuern, oder was? Die einzelnen. So, die meckern doch jetzt nicht echt über zu hohe Steuern hier, oder? Haushalt, die Steuern sind so hoch. Scheiße. Wir müssen ja irgendwie an Knete kommen hier. 14. Ah, dann sind auch alle aufzumeckern. Nee, dann sind nicht alle aufzumeckern. Scheiße. Ich auf 13 bringen, oder was? 13. Okay, die haben sich jetzt alle aufgelöst. 13% Steuern auf die Wohngebiete. Gering besiedelte Gewerbegebiete, Industriegebiete. Jetzt haben wir eine Einnahme von ja fast 5000, aber wir haben eine Gesamtausgabe von 7000 noch was. Was ist denn das teuerste? Ist der Strom? Nee, teuerste ist hier Gesundheitswesen. Ja, sparen wir doch erstmal! Hier! Ja, nicht bekloppt! Hier, Budget, erstmal kürzen! Hier, nachtaktiv! So, auf 95%! Krankenwagen, ihr habt doch wohl einen an der Waffel hier, hier wird gespart! Hier, Tag auch nur 95%, weißt du was, machen wir nachts 90%. 90% bei Nacht. Damit können wir vielleicht unsere Ausgaben so ein bisschen hier, ne? Ausgaben, so, da geht schon mal was runter. Ja, echt, das Gesundheitswesen ist das teuerste hier, ne? Wöchentliche Ausgaben für Darlehen, ja, okay, na klar, wir haben unsere wöchentliche Ausgaben für Richtlinien. Ach, lecko funny, für die Richtlinien haben wir auch Ausgaben? Richtlinien werden abgeschafft. Scheiß auf die Richtlinien. Rauchmelderverteiler, Wasserverbrauch ist auch scheißegal, Stromverbrauch. Die Richtlinien können sie ja behalten. So. Betrifft er denn jetzt alle dann? Ja. Sinken denn dann die Kosten? Ja, 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 jetzt sinken sie. Jetzt haben wir fast 5000 wieder Einnahme. Alter, der Krankenwagen, also das Gesundheitswesen ist einfach zu teuer. Warum frisst denn das so viel Kohle?
Die sind schon bei Stufe 2, Häuschen. Gut, das ist okay. Wir sind kurz vor dem Bankrott. Da muss ich das Gesundheitswesen leider nochmal auf 80%. Wir schneiden wenigstens bei Nacht. Und Feuerwehr können wir eigentlich auch auf 90% nachts bringen. Was? Ich habe eine Ahnung, wie viel Strom. Nein. Historische Kultanführer sagt Ende der Welt voraus. Schon wieder. Nein. Haben Sie Ihren Geldbeutel verloren? Nein. Wobei, könnte mein Geldbeutel sein. So, Richtlinie, da haben wir jetzt nur noch 860 Ausgabe. Strom sparen sollen die halt. Ne? Strom sparen sollen sie halt. So. So, jetzt haben wir eine Ausgabe von 5641 Dollar oder Euro. Und wir nehmen 5300. Wir können bestimmt noch irgendwo sparen. Wir können bestimmt irgendwo noch sparen. Hier, Polizei. Die braucht auch nur noch hier 90%. Kann man auch ein bisschen hier. 90%? So, 90% nachts. Am Tag dürfen die ja, ne, ein bisschen mehr. Muss man meine zwei scheiß Darlehens, ne? Jetzt haben wir uns erst den einen Darlehen genommen, um den anderen Darlehen wieder abzubezahlen und dann zu bauen, und jetzt sind wir doch wieder, ja. So eine Scheiße aber auch. So, Gesundheitswesen muss ich, da schneiden wir nochmal auf 90%. Auch für tagsüber. Wir brauchen nicht den ganzen Tag da. Hat jemand, ja. So. Alter, wir sind fast pleite. Wir sind fast pleite. Gibt's doch gar nicht. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Einzigartige Gebäude, dieser Effekt. So, braucht bei Nacht auch vielleicht nicht unbedingt die vollen Kosten. Da reicht vielleicht auch 90%. Und beim Tag kommt hier 95%. Wobei, jetzt sind gerade mal 15 Dollar. Oder 16 Dollar waren es gerade. Aber, ja. Ne? Ein bisschen Kohle sparen hier. Wir sind irgendwie, oh, 728 Kontostand haben wir nur noch. Scheiße, 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 die Wand an. So, wir nehmen jetzt auch hier Strom. Braucht man nachts eigentlich mehr Strom? Sollen die Leute ja alle schlafen. So, und da gehen wir tagsüber auf 90% wieder. Und dann haben wir da auch ein bisschen Kohle wieder gespart, sag ich mal. Das Gesundheitswesen macht mir echt ein bisschen Kummer. Haben die denn so viel zu tun, oder was? Ja, fahren die mit drei Wagen dahin, oder was? Nee, doch nicht. Dacht schon. Oh, Leute, wir sind fast pleite. Die neuen Stromzähler ermutigen die Leute, Strom zu sparen. Ja, das finde ich ja gut. Deswegen haben wir ja so viele... Ich glaube, Wasser ist hier auch bei uns gar nicht das Problem, sondern einfach Strom auch vor allen Dingen. Wo habe ich denn meine Wasser? Diese Abwasserdingen. Abwasser, Abflussrate. Ja, kriegt da glaube ich gut hin. So, Frischwasser haben wir ganz weit hinten hier hingebaut. Durchflussrate. Ja. Ja. Mal nochmal nachgucken, wie viel wir eigentlich haben hier. Das ist die Wasserpumpe. Ne, das ist Abwasser, ne? Oder? Ne, das war Abwasserrohr. Wasser, Abwasserklärung. Ne, ist alles. Alles tutti. Alles super. Alles super. Die haben wir echt gut weit ausgebaut. Alter, wir haben nur noch 5 Euro. Der Bürgermeister ist pleite. Scheiße. Oh, minus 50. Scheiße. Nee, wir müssen hier an den Gesundheitsdingens, da müssen wir rapide sparen. Das ist nur noch 50% hier nachts. Hier, das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Hier. So, 50% nachts nur noch möglich. Ja, tagsüber nur noch 80% Belegschaft. Das geht ja mal so. Zu teuer, viel zu teuer. So.
Ja, Ende der Welt wird wieder vorausgesagt. Alter, viel zu teuer sind die. Ich habe immer noch viel zu viel Ausgaben hier. Also, das ist ja mal. So, nachts brauchen die auch keinen Müll mehr fahren. Kann man auf 90% runtersetzen, finde ich. So, Strom sparen wir ein bisschen was. Wir sind so gut wie pleite, sind wir. Wir sind pleite eigentlich. Wir haben schon Minus. Wir haben schon Minus. Wir müssen unser Darlehen auch noch hier an die beiden Banken abbezahlen. Mal gucken hier einmal, wo wir Strom überall haben. Müssen wir mal eben zählen. Was hier so? 1, 2, was? Wollen wir gucken, wo der Park. Okay. So, hier. 1, 2, 3. So, gehen wir hier frei für, ne? Können die sich mal ein bisschen hier bebauen oder so, bespaßen oder was ich. So. Hier, da können sie auch noch mal ein bisschen was hier. Zack. War auch noch unter Strom. So. Wasser ist eh genug da. Schauen Sie nach. Ja, ich weiß, dass Grundstücke zum Verkauf stehen. Bringt mir aber nichts. Es bringt mir einfach nichts. Aber wir haben keine Kohle, um die Grundstücke zu kaufen, so ein Scheiß. So. Alter, wir sind so fett im Minus. So fett im Minus. So. Greife einen neuen Stuhl, ermutigen. Ja, schön. Robotermodelle jetzt für Verbraucher verfügbar. Jetzt kann man sich Freunde und Partner kaufen. Active. Was? Naja. So. Wohngebiet. Und blau war jetzt. Blau war jetzt. So, Richtlinien halten sie auch alle ein, glaube ich. Dann macht der Nebelpark. Alter, diese blöden Tweets gehen mir langsam auf den Sack. Alter, wir machen ja immer noch Minus. Ist doch nicht. Warum nehmen wir denn wieder... Ah, wir nehmen einfach nicht genug ein. Was ist es? Wir müssen die Steuern... Wir müssen die Steuern einfach erhöhen. Fürs Industriegebiet. Gucken wir mal auf 15. Komm, einmal mal Industriegebiet 15. Wenn, meckern die jetzt eh alle gleich. So. Und wir müssen unser Budget anders ausgeben. Krankenwagen, die fahren mir im Augenblick noch immer noch viel zu viel rum hier. Die gehen wir auf 65%. So. So. Gesundheit, Anhebung der Budgets, Gesundheit, möglich medizinische Einrichtungen, mehr Kranken- und Leichenwagen in Dienst zu stellen. Ja, wollen wir ja nicht. Augenblicklich. Ich glaube, dann ist ja eh viel zu viel. So. Da fällt unser. Ja. So. So. Bildungssystem ist wichtig. Bildungssystem ist wichtig. Geringe Bodenrichtwerte. Was soll ich denn dagegen jetzt tun? Geringe Bodenrichtwerte. Was soll ich denn dagegen? Na, hä? Geringe Bodenrichtwerte haben negative Auswirkungen auf das Gebäude. Sorgen Sie dafür, dass die Parks und der Boden nicht verschmutzt sind. Was soll ich denn dagegen machen? Hallo? Was sieht doch nicht. So, neueste Nachrichten. Raketen. Was? Raketenrucksäcke in kontrollierten Umgebungen getestet. Wir sind ein paar Mal gegen die Mauer gescheppert, ansonsten war alles klasse. Fasst den Bericht zusammen.
Bunwalls. Auch nicht schlecht. So. Kommen wir ein bisschen jetzt von unserem Minus runter. Gebäude in geringer Besiedlung. Geringe Bodenrichtwerte. Ja, was soll ich denn dagegen tun, Alter? Die Parks und die Boden nicht verschmutzt sind. Sollen jetzt doch noch mehr Müll? Ist das eine Müllabfuhr hier etwa? Kranker Bürger, der Boden ist verseucht, weshalb der Bürger übel Sorgen Gesundheitswesen. Jetzt meckern sie wieder über zu hohe Steuern. Ich werde bescheuert hier. Ich muss ja irgendwie Kohle verdienen. So, Touristen letzte Woche 3. Toll. Super. Ganz klasse. Was machen wir denn jetzt hier? Können wir hier nochmal ein paar Häuschen bauen? Ich glaube so. Ja, doch, geht noch. Geht gerade eben. Ich kann immer so 2 bauen hier. So, glaube ich, müsste es hinhauen. So haut es auch hin. Gut. So. Ja, jetzt meckern die Geschäfte wieder. Die Steuern sind zu hoch. Ja, 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 ja. Alter, Alter. So, gehen wir wieder auf 14% Steuern. Gut. So, wir versuchen für die geringen Wohnsiedlungen nochmal auf 14% Steuern zu gehen. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Wir haben fast. So. Wir haben fast unsere Ausgaben soweit in Ordnung. Fast. So, liebe Freunde, das war's erstmal mit unserem kleinen Let's Play bzw. Let's Test. Und ich will Geld wieder haben. Ciao, Hippopaui. Danke fürs Zusehen und fürs Dabeisein. Und ja, wir haben 9 Bewohner. Ciao.